Das war eine richtige Flucht. Die ist ja wirklich gerannt fast. Ich fand das auch richtig respektlos. To be honest, ich auch. Hallo Freundin des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute gibt es wieder eine neue Analyse von Princess Charming Folge Nummer 3. Und ich habe ja die letzte Folge schon gesagt, dass es wild ist. Aber Leute, das war gar nichts letzte Woche. Diese Woche, ciao! Ich habe mir ein leckeres Heißgetränk meiner Wahl gemacht. Ihr könnt es euch auch gerne gemütlich machen. Manche räumen auch nebenbei auf, habe ich gehört. Also macht das, was euch glücklich macht. Und dann sage ich Cheers to the Queers und dem Rest. Und wenn ihr die ganze Folge nochmal nachgucken wollt, könnt ihr das natürlich auf RTL Plus tun. Der Link ist wie immer in der Infobox. Und ich will nicht lange rumschnacken, Leute. Es ist viel zu tun heute. Deswegen, wir gehen jetzt rein. Der nächste Morgen startet, wir erinnern uns, in der vorherigen Nacht gab es den ersten Kuss zwischen Madeleine und Daisy. Und Daisy, die hat da mit ein paar Leuten drüber geredet, jetzt gerade mit Nina, aber nicht nur mit Nina. Ich habe es jetzt nicht jedem erzählt, ich habe das Nathalie und Elena erzählt, weil ich halt so einen gewissen Vibe mit Elena habe. Mhm. Also ihr habt euch geküsst? Ja, haben wir. Ja. So. Kannst du das nachvollziehen? Total. Ich danke, dass du so ehrlich bist. Bitte. Ja, begeistert sieht anders aus, würde ich einfach mal behaupten. Also sie bedankt sich dafür die Ehrlichkeit, aber ich glaube, so richtig geil findet es Elena nicht, ne? Das interpretiere ich jetzt. Ich glaube, das macht halt immer so ein bisschen Pressure on bei anderen, ne? Voll, ich fühl's auch. Ja. Ja. Ja, nach diesem ganzen Stress und Druck, lasst uns beten. Ich kenne das Fotze unser, kann ich sagen. Okay, Fotze unsere in der Hölle. Geheiligt sei die Joni. Dein Wille geschehe, steht Sex vor der Ehe. Wie in der Hölle, so in meiner Brust. Denn das, was zählt, sind Konsens und Lust. Ja. Unsere täglichen Drips gib uns heute. Und vergiss das mit der Schuld. Denn das, was zählt, sind die, weiß ich nicht, geile Zeit zu zweit mit Beine bereit. Amen. Oder so. Die Wurme hat uns allen das Leben geschenkt. Deswegen finde ich auch, dass man das Wort Fotze wieder positiv besetzen sollte. Das finde ich doch mal einen guten Ansatz, Leute. Und nach dem Gebet gibt es die Einladung zum nächsten Gruppendate. Und wer hat ein Gruppendate? Endlich, geil, ich habe ein Gruppendate. Nathalie freut sich besonders drüber, weil es ist ein Kochdate. Kochst du gerne? Nee. Hauptsache dabei, ne? Das ist gleich Abfahrt. Echt? Halbe Stunde. Mhm. Und Kim hat dabei ganz andere Probleme. Ich muss noch kacken. Thailändisches Kochen, Leute. Ja, das nächste Date steht an. Welcome to my cooking class today. Thank you so much. Wir werden Thai-Currys kochen. Na, wenn das mal nicht so scharf wird, Leute. Die Currys werden scharf, aber ich glaube, da gibt es auch noch einige andere Dinge, die vielleicht sogar schärfer werden können. Madeleine hat absolutes Dad-Joke-Potenzial. Wer kann denn kochen von euch? Nicht so gut. Deswegen war es erstmal so, oh mein Gott, da kann ich jetzt gar nicht glänzen. Ich glaube, die Kochskills interessieren mein Ding gar nicht so. Also ehrlich gesagt, für mich können wir uns alle nackig machen hier drunter, weil die Dinger sind so warm. Hättest du gern, ne? Oh. Ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass ich nicht so ganz in die Runde gepasst habe. Ja, die Kim hat ganz andere Struggles hier. So, weil ich so ein bisschen schon abseits stand. Play flavor, you must do that. Oh, I can do that too. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du das machst. Hat sich gut angehört. Also, bei aller Liebe, Koriander könnte ich einfach nicht sexualisieren. Da sage ich nein zu. Es ist wie, als würdest du ein Stück Seife in mein Essen werfen, ja? So ein Klotz Seife. Du machst so ein schönes Essen und dann wirfst du einfach Seife rein. Das ist für mich Koriander. Ich hatte ja eigentlich vor, cool und mutig zu wirken. Nee, zeig mal, was du so kannst. Was ich kann? Mhm. Okay. Du machst mich nervös. War da nicht mehr viel von übrig? Ich finde es ja ehrlich gesagt ein bisschen cute, wenn Leute, die so super cool sind, auf einmal nervös werden. Das bedeutet ja auch, dass sie die gut findet, würde ich behaupten. Ja. Mhm. Warum? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie. Ich bin nicht so im Dating. Dann macht sie mal eine Dating-Show mit? Ich bin nicht so, nicht so die Erfahrung im Dating. Okay. Dating ist zu viel. Sie hat nicht so die Erfahrung in Dating-Sachen. Okay. Dann dachte ich, ich komme mal auf eine Show. Dann dachte ich, ich komme zu Princess Charming und suche mir die Endgegner. Ja. True that, Madeleine. Alkohol! Schalten wir doch mal wieder zurück in die Villa, Leute.
Das ist schon krass, wie wir Alkohol anpreisen, teilweise als Gesellschaft, ne? Der Alkoholkonsum in dem Format ist ja bisher echt noch in Maßen. Im Gegensatz zu Charming Boys. Ja, Leute, vor ein paar Jahren hätte ich ja genauso gestanden und hätte dann Sekt in die Luft gehalten und Alkohol gerufen. Ist halt gesellschaftlich total tief verankert und ich meine, die sind da den ganzen Tag, haben nichts zu tun. Sei ihnen gegönnt jetzt das Sektgläschen. Ja, und wenn Alkohol fließt, da sind die Hemmungen natürlich auch nicht mehr so hoch und da wird jetzt Flaschendrehen gespielt. Ja, und Leute, das ist nur der Start der Wildness in dieser Folge. Küsse eine Frau, der da war hier. Sie wollte die Pflicht. Aber sie hat Bock schon, ja? Ein kleines Küsschen, Leute. Es war ein sehr schöner Kuss. Wir haben sehr ähnlichen Humor und wir haben einfach Spaß zusammen. Ja, und das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Spaß. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Kuss der Staffel. Herzlichen Glückwunsch. Das denkst du, dass das der erste Kuss war? Ich mag Maria sehr, sehr gerne. Ich finde, sie ist eine unglaublich tolle, coole, lustige Person. Na, da haben wir hier ein potenzielles zweites Shipping-Material. Wir kommen dann auch noch zu dem Shipping-Namen von der letzten Folge. Geduld. Nee, wirklich nicht, oder? So, der Thai-Curry ist fertig. Wie ist es denn so? Scharf. Ja? Das ist super scharf. Ist es scharf? Das ist richtig scharf. Scharf. Das ist richtig scharf. Okay, es ist scharf. Wir probieren tatsächlich, wenn ich darf. Boah, das ist richtig. Es ist scharf, ne? Das ist ein geil, der Schmerz auch, oder? Findest du geil? Die Nathalie findet den Schmerz geil. Ich finde den Schmerz allgemein geil. Kann. Aha. Das nimmt schon wieder so eine sexuelle Richtung an, ne? Jetzt. Wenn du Lust hättest, uns mit dem Schmerz wieder besser ist. Ja. Also, würde ich gerne mit dir mal kurz alleine quatschen. Sehr gerne. Steffi ergreift Initiative. Die fragen, warum du hier in der Sendung bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir jetzt auch irgendwie was ich dir auch sagen wollte, weil ich bin nicht das erste Mal in der Sendung. Okay. Also ich war schon mal in zwei Sendungen, ehrlich gesagt. Also ich war schon mal bei Bachelor in Paradise. Mich würde halt total interessieren, wie Steffi so diese Unterschiede wahrnimmt, weil ich glaube, es ist schon anders im Charming-Kosmos als jetzt im Bachelor-Kosmos. Und ich weiß nicht, wie Steffi das findet, aber irgendwie bin ich total happy für sie. Weil ich kann mir vorstellen, weiß ich natürlich nicht, aber ich, also aus meiner Perspektive ist das, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Also ich habe mich auch erst letztes Jahr geoutet. Ach, okay, crazy. Ich finde es total schön, muss ich sagen, dass Steffi dabei ist, auch weil sie eben nicht so den typischen queeren öffentlichen Verlauf hat. Also sie war in richtig altbackenen, konservativen Hetero-Shows, wo echt auch Werte vertreten werden, die ja vollkommen konträr sind zu dem, was jetzt bei Princess Charming gelebt wird. Und deswegen finde ich es irgendwie so schön zu sehen, dass ein Mensch einfach sich erstens auch entwickeln darf und meistens auch tut und eben auch nicht ganz so einfach einzukategorisieren ist, wie wir das immer glauben oder annehmen im ersten Moment, dass ein Mensch einfach facettenreich ist. Ich bin immer mega froh über Pan oder bei Visibility, weil die halt sehr selten irgendwie repräsentiert werden, obwohl die so einen großen Bestandteil in der LGBTQIA-Plus-Gruppe ausmachen. Also eigentlich ist der Bi-Anteil, geht man von aus, der größte, aber es gibt halt wenig Visibility. Ich glaube, Steffi labelt sich als Pan. Das bedeutet, das Geschlecht ist ihr egal. Labels braucht man natürlich nicht unbedingt, aber es hilft natürlich trotzdem, um Orientierung zu geben. Und ich glaube, ganz viele, die pan- oder bisexuell sind, haben oftmals dieses Awakening erst später. Also nicht alle, aber viele, weil eben diese Bi-Feindlichkeit oder auch Pan-Feindlichkeit in der Gesellschaft total normalisiert ist. Selbst in der queeren Community ist es so, dass Bisexualität ganz oft nicht als eigenständige Sexualität angesehen und akzeptiert wird, weil man ja eben sich angeblich nicht entscheiden könnte und diese ganzen Vorurteile, die da herrschen. Deswegen ist man als Mensch mit dieser Sexualität auch oftmals selbst verwirrt, weil man auch natürlich den konservativ akzeptierten Weg wählen kann, der einem jetzt nicht so die
Probleme bereitet und man kann ein heteronormatives Leben leben, ohne anzuecken, in Anführungszeichen. Aber ich glaube halt, je älter man wird und je mehr man sich reflektiert, je mehr man sich mit sich selber auseinandersetzt, desto mehr kommt das dann natürlich irgendwann raus. Ne? Wenn eine bisexuelle Frau auf einmal mit einem Mann zusammen ist, dann wird dann gesagt, ja, bist du doch nicht mehr bisexuell. Hä? Nein, es ist part of the sexuality. Es ist egal, welches Gender. Und das verstehen Leute, glaube ich, einfach nicht so richtig. Und deswegen haben eben auch Menschen, die diese Sexualität haben oder sich damit labeln eigentlich irgendwann, oft Probleme, das anzunehmen, weil das tatsächlich eine Verwirrung auslöst. Deswegen finde ich es schön, dass Steffi da ist und auch andere Paaren, bisexuelle Menschen, weil eben so wenig Visibility da ist und dass es natürlich auch Menschen hilft, die damit auch strugglen und nicht wissen, hey, was ist es eigentlich hier? Sie war direkt offen und signalisiert so, ne, sie ist hier aus den richtigen Gründen, also sie sucht wirklich eine Frau. Sorry, dass ich da jetzt so reinkrätschen muss. Das hat die bestimmt auch nicht so gemeint. Aber nee, nicht unbedingt sucht Steffi eine Frau. Also jetzt in der Sendung, klar, weiß sie, das ist eine Frau am Start. Aber könnte ja auch sein, dass im Cast eine nicht-binäre Person ist und sie dann sich in die verliebt. Und das ist es halt. Das sind so Feinheiten. Das fällt einem nicht auf, weil ich habe das auch internalisiert. Und wir alle, ne? Genauso wie wir Frauenfeindlichkeit oder so internalisiert haben. Und andere Dinge, Ableism oder auch rassistische Strukturen, haben wir eben auch Bifeindlichkeit internalisiert. So, ich bin das erste Mal jetzt in der Sendung dabei, wo ich wirklich so zu 100% ich irgendwie sein kann. Voll schön. Also finde ich wirklich richtig, richtig stark. Das ist ja auch die Steffi stark. Ich glaube, generell war sie interessierter an den anderen Kandidatinnen als jetzt an mir. Die Kim plagen wirklich sehr viele Selbstzweifel. Ich glaube, die steigert sich da gerade auch doll rein. Und kreiert sich da so ein bisschen so dieses, ich gehöre da nicht dazu, gerade. Bei dir wollte ich fragen, ob du noch für Nachtisch bleiben möchtest. Sehr gerne. Ja, ja, dann verabschieden wir uns noch nicht. Okay. Und Elena bleibt zum Nachtisch. Ja. Da war ja auch die ganze Zeit so eine Sexual Tension, ne? Also Madeleine hat ja die ganze Zeit so Anmerkungen gemacht hier mit dem Koriander und mit der Schürze und was weiß ich. Zurück in die Villa, Leute. Also in der Villa geht es irgendwie immer ein bisschen mehr ab, ne? Hallo! Und Rahel und Maria kuscheln auch schon wieder. Vielleicht brauchen wir doch heute für die auch ein Shipping Name, Leute. Okay, Hausaufgabe für heute. Maria und Rahel, we need a shipping name. Ab damit in die Kommentare. Boah, ihr seid nur zu dritt! Ihr Schweine! Melanie, aber die können ja nichts dafür. Nein! Die sieht so scheiße. Elena fehlt, ne? Wer sagt, die küssen sich? Safe. Krass, Leute. Alle ausnahmslos heben die Hände. Bis auf Daisy. Das wäre zum Beispiel so eine Location, wo du direkt auch so ein Haus hinbauen könntest. Ja, lieber Stadt oder Land? Auf Dauer eher so Land und jeden Tag rausgehen, direkt einmal mich ja, ausräuchern, kurz meditieren. Man kann sich selber ausräuchern. Also das fände ich richtig schön. Meditierst du, bist du so ein spiritueller Mensch? Ich bin auf jeden Fall spirituell. Mit der Meditation ist ein bisschen schwierig. Da kannst du vielleicht mir ein bisschen helfen. Ja, fände ich richtig toll. Ja? Ja, und was ist mit Madeleine? Ist sie Land oder Stadt? Das hat er mir jetzt gar nicht geklärt. Ich glaube, bei mir gibt es auch sowas wie einen Augenkuss. Also wenn ich körperlich nicht irgendwie intim war mit der Person, dann waren es meine Augen. Oh, voll poetisch, der Augenkuss. Leute, ich hoffe jetzt nicht, dass wir miteinander rumgemacht haben, ja? Jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, was ich sagen wollte. Weil deine Augen... Ist nicht schlimm, deine Augen sagen alles, sie verraten alles, ja. Ich weiß nicht, Leute, ob ich die beiden so sehe. Wir gucken es uns an, ja? Bist du der große Löffel oder der kleine? Seitdem ich offen auf Frauen stehe, also seitdem ich geoutet bin, habe ich auch so ein bisschen den großen Löffel für mich entdeckt. Oh. Also es ist total interessant. Also ich bin beides gerne. Okay. Und du? Ich mag sowohl als auch. Ja, manchmal ist es auch schön, der große Löffel zu sein, auf alle Fälle. Ich finde, es kommt immer so voll auf den Gegenpart an und auf die Dynamik. Mir fällt es ein bisschen schwer zu reden, wenn ich in deine Augen gucke. Das nächste Mal trage ich eine Sonnenbrille. Ja. Okay. Nee, aber du machst mich erstaunlicherweise echt nervös. Die guckt dir aber auch so richtig doll intensiv an, ne? Ja, aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Meine Nervosität ist immer so ein Zeichen für, ich bin super happy gerade, aber da ist definitiv etwas, sonst wäre ich nicht nervös auch.
Ja, also ich werde auch nur nervös, wenn ich jemanden gut finde. Ist ja auch normal, man will ja auch dann unbedingt, dass die andere Person einen mag, ne? Ja, da muss ich mich schweren Herzens jetzt tatsächlich verabschieden. Also entweder die haben es extrem knackig geschnitten oder es war ein sehr kurzes Date. War sehr schön mit dir. Ja, und die hatten Unrecht, es gab keinen Kuss. This support, I love it. Wie war das Schlotzen? Hi. Das Schlotzen noch, Leute. Er ist ein guter Offizier. Guck mal, die Nippel. Alter. Let her nipples be. Seid ihr jetzt so? Alles gesagt, alles gesagt. Erzähl mal, sexy lady. Maria so cheerleading 24/7. Also, ihr seid neugierig, ne? Kam es zu einem Kuss, so ja oder nein? Ja. Nein, es kam zu keinem Kuss. Daisy so. Klar wäre ein Kuss sehr passend gewesen auch oder einfach schön gewesen, aber ich will mich da jetzt auch nicht so unter Druck mitsetzen. Und mir war einfach wichtig, sie erstmal als Person näher kennenzulernen. Und das war also von den Unterhaltungsthemen, von den Blicken, von der ganzen Energie einfach super intensiv und richtig schön. Es kam nur zu einem Augenkuss. Ich bin happy, ja. Ja, ich finde auch, manchmal sind so die ersten Dates, wenn man so gar keine Körperlichkeiten austauscht, so auf der emotionalen Ebene, ne? Manchmal sogar intensiver. Na, eine kommt aus Gay Playboy Cover. Letztens hat jemand zu mir gesagt, Silvi, ich hätte gern ein Sticker-Set von dir. Also so ein WhatsApp-Sticker-Set aufgrund meiner entgleisenden Mimik oft. Und jetzt denke ich mir, nee, ich will ein Sticker-Set von Lilly. Weil Lilly, die hat die krasseste Mimik ever und ich lieb's. Lilly, kannst du bitte ein Sticker-Set rausbringen für WhatsApp? Liebe Nathalie, ich würde mich freuen, dich gleich bei mir in der Villa zu begrüßen. Oh. Madeleine! Ach ja, Nathalie hat übrigens ein Einzeldate. Du verarscht mich? Ich hab gesagt, ich höre nicht richtig. Zicke, zacke, zicke, zacke! Ey, vor allem Nathalie war ja so nervös vorhin. Das freut mich jetzt ein bisschen. Muss ich irgendwas mitnehmen? Krass, Nathalie ist übelst aufgeregt. Ey, bevor du gehst, guckst du nochmal in den Spiegel und sagst, ich bin geil, ich bin cool und ich bin schön. Ich finde die Kombi Kim und Nathalie auch ultra cute, ne? Der Support! Ich war auch so unsicher zu sein. Ah! Und es ist so geil, weil Kim ja selbst so unsicher war. Es ist einfach cute, Leute. Es ist wholesome. Muss ich duschen? Muss ich duschen? Ich kann nicht mehr, Leute. Ohne Haare, einfach abduschen, fresh machen. Was zieh ich denn an? Zieh was Geiles an. Ja, was ist denn geil? Ich kann ja auch noch was bügeln, wenn du willst. Ah. Was zieh ich an? Zieh ich was Schickes an, ja, ne? Einzeldate. Nathalie ist echt eine Mut, ey. Oder soll ich eine Jogginghose oder sowas anziehen? Nein! Ich streie. Kann nicht mal, Leute. Ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Ah. Okay, mit diesen Bügeleisen. Ich breche hier einfach ab, ne? Ich glaube, ich finde sie halt extrem gut, ne? Ich liebe diese Staffel. Ich liebe diese Staffel. Klar bin ich aufgeregt. Ich hoffe, es gibt da ein bisschen was zur Beruhigung meiner Nerven. Ich fühl's, Leute, ne? Ich drehe absolut genauso am Rad, wenn ich jemanden wirklich gut finde. Ja, und ansonsten kann's losgehen. Ich finde es ultra cute. Das Schönste, was heute passieren könnte mit Nathalie, wäre, dass sie sich wirklich fallen lässt und dass sie auch ein bisschen mehr Nähe und Körperkontakt zu mir sucht. Nathalie ist so ein Underdog, ne? Die war so ein bisschen zurückhaltend am Anfang und so. Und ich glaube, jetzt holt die so richtig auf. Ist natürlich auch für mich wichtig, dass sich jemand in meiner Nähe wohlfühlt. Ich habe nämlich tatsächlich irgendwie ein Feeling bei den beiden. Hallo. Ja, Madeleine hat sich richtig in Schale geschmissen. Ich freue mich mega jetzt, ich hätte damit gar nicht gerechnet. Nee, warum nicht? Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich in den Gesprächen, die wir hatten, nicht so zeigen konnte, irgendwie, wer ich bin. Also, ich bin halt ultra nervös. Aber das ist okay. Sollen wir anstoßen? Ich finde es mega, mega schön, dass Nathalie das auch einfach direkt kommuniziert. Weil damit nimmt sie ihrer Nervosität auch ein bisschen den Wind aus den Segeln und den Druck ein wenig raus. Das kann ich auch wirklich empfehlen, wenn ihr nervös seid. Sprecht das einfach aus. Bei mir hilft das auch immer unfassbar gut. Dann ist es so raus, ne? Dann ist es so einmal gesagt. So, hier, ich bin übrigens nervös. Ich finde es richtig, richtig gut. Auf den Abend, danke schön für deine Zeit. Schön, dass du gekommen bist.
Natalie ist halt so ein bisschen verkrampft noch, ne? Also, aber ich kann es halt verstehen, das ist auch einfach eine Situation, die speziell ist mit den Kameras und so. Dankeschön. Bist du nervös? Ja. Gut. Also mich schüchterst du ja ein, aber ich bin ein... Ich schüchter dich ein. Ja, aber... Oh nein. Krass, weil sie die Princess ist wahrscheinlich, ne? Oder warum? Weil ich bin eigentlich jemand, der oder die sehr offensiv ist tatsächlich. Echt? Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, ich weiß. Also ich spreche eigentlich immer an. Aber ich dachte, sie hat keine Dating-Erfahrung. Echt? Und wie machst du das? Ich gehe doch noch hin. Ja, wenn ich zum Beispiel auf Partys bin, zum Beispiel auch auf Kinky-Partys oder sowas. Bist du? Ja. Echt? Ich glaube, das findet die Madeleine gut. Ja. Auch. Ach krass, hätte ich auch schon wieder nicht gedacht. Ah ja, übrigens, wenn jemand nicht weiß, was Kinky-Partys sind, kann ja sein, ist auch nicht schlimm. Das sind so Fetisch-Partys, wo auch so Darkrooms sind, wo Leute dann miteinander körperlich werden können. Muss man aber natürlich auch nicht. Finde ich richtig cool, finde ich gut, kann man zusammen machen. Und das ist ja generell so ein bisschen anders, also entspannt. Mhm. Also das hier, der Vibe auch irgendwie anders. Auch alle, das ist halbnackt, das ist irgendwie so egal, auch so ein bisschen. Aha. Und Alkohol trinke ich dann auch. Und wo Leute auch etwas freizügiger, würde ich sagen, hingehen. Und das ist ein kleiner safer Space für, sag ich mal, ja, so ein ja, bisschen mehr sexuellen Vibe und freieren Vibe. Wenn ich jetzt sage, okay, zieh mir nach Thailand, würdest du mit mir nach Thailand ziehen? Für eine Zeit? Why not? Also, okay. Ja, aber ich möchte auch Kinder haben. So. Und das möchte ich schon auch tatsächlich, bin ich ehrlich, so die nächsten... Muss nicht morgen sein, aber schon so die nächsten drei Jahre. Okay. So. Ich weiß nicht, wie bist du da eingestellt? Das hat sie ja auch in der ersten Folge schon als möglichen Kritikpunkt angebracht, dass das vielleicht nicht passen könnte dann. Weil der Altersunterschied ja doch größer ist zwischen den beiden. Nächste drei Jahre wäre sportlich. Echt? So 27. Gutes Alter. Sagt wer hier gerade? Nein, ja. Okay. Idealvorstellung war, dass ich eigentlich jetzt in dem Alter, in dem ich bin, schon Familie habe. Ja. Ich will eine Perspektive haben. Mhm. Okay. Ja. Marlene ist davon nicht so begeistert, ne? Kam ja schon in der ersten Folge eigentlich raus. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich noch mal ein zweites Gespräch. Aber ich fand es gut, dass wir diese Gespräche hatten. Und ich finde, das zeigt auch nur, dass Natalie wirklich mit einer Ernsthaftigkeit dabei ist. Ja, aber das ist schon auch... wichtig, das zu klären, finde ich. Was hat dich jetzt so gemacht, der Kuss oder was? Also, dass da was ist, war ja schon vorher klar. Kommen wir zurück in die Villa. Interesse ist da, auf jeden Fall. Na, habt ihr schon einen Shipping-Namen für Rahel und Maria in die Kommentare geschrieben? Ganz, ganz große Liebe. Suchst du? Am Ende des Tages, klar. Dann? Musst du mutig sein. Ja. Ja. Maria ist schlagfertig. I like. Und sie hat recht. Was gefallen dir für Frauen optisch? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Du? Dankeschön. Geil. Natalie, kann's gar nicht glauben. Weißt du natürlich, ob du Interesse hast, aber ich habe Interesse. Ja. Spannend, wie die Dynamik bei den beiden ist, ne? Dass Madeleine als Princess Natalie so fragt, ob sie Interesse hat. Das ist, spannend. Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Ah, spicy. Süß. Sauer? Hä? Ja. Gut. Fühlst du dich wohl gerade? Ich habe das fühlst du dich wohl gerade in meiner Nähe von letztem Jahr immer noch nicht überwunden, Leute. Fühlt ihr euch wohl? Nein, die Frage ist ja schön. Wir sind nur sehr used to it von letztem Jahr, ne? Ich fühle mich mit dir, fühle ich mich wohl, ja. Okay, aber in der Situation nicht so? Nee. Okay. Eigentlich ist das eine sehr schöne Frage. Dann frage ich dich nicht, ob ich dich küssen darf. Woo! Entschuldigung. Ich würde dich gerne küssen, aber irgendwie... Nein! Ich frag dich. Sie fragt sie, okay, wow. Also nicht jetzt. Okay. Ja? Take your time. Ja? Mhm. Ist das wirklich okay? Ja. Das ist so krass, weil das, was Madeleine sagt, stimmt nicht mit ihrer Mimik überein. Ne? Sie ist so richtig also vom Kopf gestoßen. Klar. Wie gehst du heute schlafen? Hast du ein Gefühl? Horny.
Du? Okay. Okay. Ja, ich finde, die haben eine ganz krasse Tension, die zwei irgendwie. Und so eine ganz krasse Dynamik, die finde ich auch irgendwie besonders ist. Ich bin voll gespannt, ehrlich gesagt, wie sich das entwickelt. Wie war das jetzt für dich, so meine Antworten? Bis auf das mit dem Kinderkriegen? Das beschäftigt mich. Mich auch. Ja? Voll. Und ansonsten bin ich extrem positiv überrascht. Echt? Ja, wegen also Kinky Party, ne? Ja, nicht nur wegen. Nicht nur deswegen. Linie. Nee, auch was du so erzählt hast. Ja? Bist du zufrieden? Voll. Ich muss. Befürchtet. Du musst gehen. Nee, beziehungsweise du. Ich muss gehen. Ja, du hast recht, ich muss gehen. Ja. Ich glaube, Natalie denkt so, sie ist die Princess, du musst jetzt gehen. Das ist ihre Villa. Schade. Danke für deine Zeit. Danke dir. Das sieht man so, wie die Dynamik sich gedreht hat, ne? Du hast mein Interesse noch mehr geweckt. Wirklich? Sagen wir mal so. Das ist schön, das freut mich voll. Also, ich hatte zumindest das Gefühl, dass du wesentlich entspannter echt? Warst. Ja, also. Bannen! Ich wünsche dir eine gute Nacht. Danke. Schlaf schön. Ja, wie kommt Madeleine jetzt so klar mit dem Korb? Mann! Ich muss hier gerade einen riesen Korb verdauen, ey. Naja, aber sie hat ja schon auch gesagt, dass sie ja trotzdem auf Madeleine steht. Manchmal ist man einfach noch nicht ready for it. Das hat dann auch nichts mit einem selber zu tun. Ja, und jetzt, Leute, kommen wir zu den zwei Tuddeltöpfchen, zu denen ihr letzte Folge in den Kommentaren einen Couple-Shipping-Name kreieren solltet. Weil ich lass mal die Stimme aus dem Off reden. Bahnt sich da ein Love-Triangle an? Ein Love Triangle, I can't no more. Ja, wie stehst du denn so dazu? Wie stehst du denn dazu? Ich bin dann noch so überfordert mit irgendwie, weil das ist das erste Mal, dass ich so damit konfrontiert werde, weißt du? Ja, irgendwie so ein Gefühlschaos irgendwo. Wieso? Weil dir geht's ja ähnlich. Dass du eine Connection zu mir hast, aber auch irgendwo zu ihr. Daisy ist komplett überfordert, wenn ihr mich fragt. Es ist halt klar, dass ich hier mit dir mehr Zeit verbringe, wo halt auch so dieses Vertrauen noch besser vielleicht auch entstehen kann als jetzt mit Madeleine, weil ich weiß da halt nicht, wann ich sie das nächste Mal und dann ist es halt immer nur so begrenzt. Also so Leute, wir kommen jetzt zum Shipping-Namen von den beiden. Wir haben nämlich unterschiedliche und ich kann mich tatsächlich noch nicht so richtig entscheiden. Ich werde einfach die Top 3 in meine Insta-Story packen und dann könnt ihr abstimmen. So machen wir es. Ihr wisst ja, vielleicht setzt er sich wieder durch. Wir haben es zweimal geschafft. Also der erste Vorschlag, den ich super fand, war Delay, weil es ja so ein bisschen gedauert hat zwischen den beiden. Auch nicht lang, aber ein bisschen. Dann fand ich den Namen Delayna total toll, einfach weil er sich so gut anhört. Und der letzte Shipping Name, den finde ich ja auch grandios. Achtung, Deslayna, wegen Slay. Okay, Leute, ja. Also nach dem Video könnt ihr rüber switchen oder zwischendrin, wie ihr es wollt. Aber jetzt bloß nicht abschalten, ja? Es wird nämlich jetzt spannend. So wie ich mich jetzt kennengelernt habe, bin ich ein Mensch, der immer nur meine Aufmerksamkeit eine Person richten kann. Aber wie ist das denn möglich, dass du jetzt so Connection zu zwei Frauen hast, so zum Beispiel, weißt du? Weil ich halt nicht weiß, was das ist. Natalie is back in the villa. Hello! Was? Was machst du hier? Erzähl! Erzähl! Also, ich bin in die Villa gefahren von ihr. Dann haben wir da gesessen und gequatscht halt. Das war eigentlich ganz cool. Wir hatten immer zwischendurch so Momente, die waren weird. Sie war auch voll krass verlegen. Und sie wollte mich küssen auch. Und ich habe aber gesagt, nee. Nein. Was? Ja, sie wollte die Princess nicht küssen. Es gab den Moment und sie wollte nicht. Melanie kann es gar nicht glauben, ne? How? Ich hatte heute das erste Mal mit ihr ein Einzelgespräch und ich kenne sie ja noch gar nicht. Also ich wollte sie jetzt nicht im ersten Moment, also ich wollte sie nicht küssen. Das war mir zu viel. Kann es voll verstehen. Aber ja, ganz ehrlich, genau, ich finde es voll mutig, dass du Nein gesagt hast, ja, in dem Moment, weil es hätte auch sein können, dass du es halt denkst, richtig du, geil. Du musst das jetzt machen. Richtig geil. Nee, und wenn du einen schönen Korb gegeben so. Ja, nein, nicht weil du einen Korb gegeben hast, sondern weil du dein Herz du gefolgt hast. Ja, das stimmt. Ich glaube, Nein sagen in so einer Situation, wo ja an sich schon eigentlich ein Machtgefälle da ist, wenn wir mal ehrlich sind. Auch wenn Madeleine sich darum bemüht, auf Augenhöhe den Leuten zu begegnen, es ist natürlich das ganze
Konzept ist aufgebaut auf einem Machtgefälle, ist es schon auch mutig zu sagen nein. Ne? Also, finde ich auch. Sie hat total schön reagiert. Sie hat gesagt, nee, dass ich das total verstehen kann und Hat sie dich so gefragt? Ob sie dich küssen darf? Ah, okay. Und du hast sie will mich, oh Scheiß. Die will mich. Ja, die Natalie ist jetzt, glaube ich, richtig on track. Ich bin ja irgendwie ein bisschen für Deslena, ne? Finde ich ja irgendwie nice. Deslena. Ich will euch nicht beeinflussen, aber ich kann ja auch mal meine Meinung hier jetzt sagen, ja? Ist ja auch mein Kanal. Alena und Desi kommen sich immer näher. Ihr könnt es natürlich auch in die Kommentare schreiben. Guckt trotzdem aber beim Instagram-Account vorbei. Leute! Slay! Ja, krass auch, ne? Weil Madeleine ja an beiden anscheinend Interesse hat. Jetzt ist es ein Love Triangle, Leute. Zu Deutsch ein Liebesdreieck. Ja, es kam tatsächlich gestern zu einem sehr intensiven Kuss zwischen uns, der sehr schön war. Aber jetzt natürlich auch irgendwie so ein Gefühlschaos bei mir ist. Aber sie haben nicht zusammen in einem Bett geschlafen. Also sie haben rumgeknutscht und dann ist Desi gegangen. Vielleicht wäre das auch sonst zu gefährlich geworden, ne? Schon eh verwirrt und dann kommt dann noch dieser Kuss und der verwirrt mich noch mehr. Naja, geben wir der Verwirrung mal ein bisschen Zeit. Jetzt gibt's ein Gruppendate. Neues. Also es ist viel los, diese Folge. Jess, Rahel, Ailena und Melika, packt eure Sportsachen ein. Habt ihr Bock? Nein. Ja. Nee, Leute, ich finde Boxen richtig, richtig, richtig nice. Ich hatte das, glaube ich, in den letzten Folgen irgendwann auch mal erwähnt, dass ich einen Boxkurs Anfang des Jahres gemacht habe. Ich liebe es komplett. Und bei Thai-Boxen hat man, glaube ich, auch noch die Füße, ne, im Einsatz. Ready to go. Hallöchen. Hallo. Gut seht ihr aus. Du siehst gut aus, wenn du schwitzt. Das ist ja auch mal ein besonderes Kompliment. Ach, danke. Also ohne Scheiß. Ich stehe aber schwitzen, ja. Oh. Oh, Jess! Ja, aber ja. Krass. Ich prüge mich gerne, nein. Und ich habe Rocky den Film geguckt, das reicht. Auch wollen wir sonst kurz einmal quatschen gehen? Okay. Hast du Lust? Ja. Pause ist, glaube ich, immer gut. Stimmt, Jess hat man eigentlich noch gar nicht so gesehen bisher, ne? Machst du viel Sport? Nee, eigentlich gar nicht. Ich mache so dreimal die Woche 20 Minuten so ein High Intensity. Nee, eigentlich gar nicht. Ich mache War das jetzt ironisch gemeint? Zur Auslastung, weil ich sehr viel arbeite. Okay. Und ich habe jahrelang Fußball gespielt, Basketball, Tischtennis. Ich war auch im Schachverein. Echt? Ja, ja, klar. Ach, ich liebe Schachspielen. Aber dann ist sie doch mega sportlich. Aber irgendwann hätte ich schon Lust, auch so ein bisschen auf so Familienplanung fände ich schon cool. Da geht's schon wieder los mit der Familienplanung, Leute. Ja, aber du hast jetzt nicht, dass du sagst, so in 5 Jahren muss das jetzt sein. Ich bin da super entspannt, was das angeht. Es kommt immer alles anders, als man geplant hat. Wie sieht es bei dir aus? Mhm. Bist du da sehr straight und sagst zack, zack, zack? Oder eher nee, überhaupt gar nicht. Ne? Man weiß nie, was kommt. Und nee, irgendwann ist es halt dann auch, glaube ich, zu spät, ne? Das kommt natürlich auch auf die Partnerschaft an. Aber ich fände es schön, wenn das so ein romantisches Ding wäre. Also ich freue mich, wenn wir nochmal irgendwie in die Tiefe gehen können. So bei ein paar Sachen. Definitiv. Ich mag übrigens deine Tattoos sehr. Also echt, so ja? Mit so ein bisschen hatte ich ja schon was gesehen, aber jetzt so mit kurzer Hose oder ein Bein. Du musst mal ein Bikini sehen. Da musste ich gerade eben schon so. Ich finde es total spannend zu sehen, wie unterschiedlich Menschen flirten, ne? Und Jess flirtet so ein bisschen more funny und so im Joking-Modus. Elena zum Beispiel ist so sehr, ich guck dich an und rede mit einer tiefen Stimme, genauso wie Desi. Und da finde ich Jess jetzt einfach mal so ein bisschen erfrischend zwischendurch. Richtig. Also ich brauche Sport schon. Ja, konnte ich schon erkennen, dass du sportlich unterwegs bist. Zwischen Ailina und mir spüre ich tatsächlich noch keinen Vibe. Ja, ich irgendwie auch überhaupt gar nicht. Zurück in die Villa. Deslena. Willst du ihr das sagen oder sag ich es? Es ist halt auch nicht verkehrt, das vielleicht irgendwie einen Tag später oder so zu sagen. Desi so, wir müssen es ihr sagen. Und Elena so, ey, können wir bitte noch eine Folge drin bleiben? Weil du weißt halt nicht so, wie sie reagiert. Nee, ich sag gar nichts. Du brauchst nichts zu sagen, ich hab's nur gefragt, ob du das dann sagen würdest. Ah! Ich bin verrückt. Desi, die kann das nicht, ne? Die dreht durch. Ich habe starke Gewissensbisse.
Verstehe ich aber auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja, wegen der Prinzess. Weil ja auch schon so eine Verbindung zwischen Daisy und Madeleine eigentlich da ist, ne? Die haben sich auch schon geküsst. Ich habe jetzt halt in nächster Zeit irgendwann mal gedacht, dass ich jetzt gerne mal noch mal reisen wollen würde mit so einem Van, so durch Skandinavien durch, weil ich da noch nie war. Und ich halt gerne mal die Nordpolarlichter sehen wollen würde. Mega, mega, mega. Ja, da fühle ich irgendwie auch nur so platonische Vibes, Leute. Auch wenn die natürlich jetzt beide gerne reisen, auf Papier sieht es gut aus, aber ich fühle es nicht. In dem Einzelgespräch, was wir hatten, hat man auch gemerkt, oh, das passt eigentlich so ein bisschen vom Lifestyle. Ich gehe mal. Ich finde das Date mega cool. Ist dein Ding, ist dein Vibe. Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Schön. Heute merke ich, bin ein bisschen nervöser als sonst, ja, glaube ich, irgendwie schon. Wahrscheinlich auch, weil die an Maria denkt. Und dann macht Rahel ihr ein Kompliment aufgrund des Outings bezüglich des Psychiatrieaufenthalts. Ich habe mal jemanden gedatet und habe ich das so ein bisschen erzählt. Und dann kam am nächsten Tag der Anruf so, ja, ich kann dir nicht das geben, was du brauchst und so. Ne? Also ganz oft gab es dann so Situationen, wo, wenn ich das gesagt habe, am nächsten Tag waren sie weg. So, weißt krass, du? Okay. Ja, ich meine, ich kann es auch verstehen, dass das nicht für jeden so einfach ist. So. Es ist halt, ist halt auch eine Challenge auch für eine Beziehung, sag ich dir auch ganz ehrlich. Kommt, finde ich, total drauf an, was der Hintergrund ist. Nicht alle Menschen haben dafür Kapazität, die richtigen dann aber schon. Nett. Also es war auch natürlich ein bisschen cringe. Warum? Naja, ich meine... Naja, weil du nicht dabei warst. Ja. Und dann dieses Boxen und natürlich sieht das irgendwie, glaube ich, oft eher bescheuert als hot aus. Ja, ich habe sie auf jeden Fall den ganzen Tag vermisst. Hola! Hey, Sex Lady! So, Kim plagen immer noch die Selbstzweifel, Leute. Im Endeffekt gar nicht so, wie ich davon ausgehe, dass sie denkt. So. Denkst du, sie mag dich nicht auf so eine Art und auf die Art und Weise? Ja, weil, wie gesagt, da war ja so mit Klicken und so gar nichts. Ich würde sie eigentlich am liebsten fragen, warum hast du mich gestern gut eingeladen? Ja, und wenn man so das Gefühl hat, dann ist man sehr natürlich auch bei der anderen Person. Und ich kann das voll nachvollziehen. Da kommt man so in den Strudel der Unsicherheit. Und ja, dieses Gefühl ist total valide. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht so verkehrt, aber sowas kann sich auch wieder verändern. Das heißt, wenn sie natürlich jetzt im Strudel der Unsicherheit bleibt, dann wird sich wahrscheinlich nichts daran ändern. Wenn sie aber sich wieder auf sich selber besinnt und vielleicht ihr Ding macht, dann vielleicht schon. Das würde ich ihr jetzt so raten. Ich hätte niemals gedacht, dass es so Gefühlschaos wird. Ich habe niemals gedacht, dass es Schlockenkopf anfangen zu finden. So intensiv. So Leute, die Princess trifft nun ein. Hallöchen. Hallo. Es gibt irgendwie so ein kleines Déjà-vu aus letztem Jahr. Können wir ganz kurz nochmal mit dir reden? Ja. Und bevor das geschieht, wollten wir einfach ehrlich sein. Da weißt du aber auch schon so Bescheid, ne? Wenn zwei mit dir reden wollen alleine als Princess. Und wenn du die letzte Staffel geguckt hast, dann weißt du es noch viel mehr. Also, oh. So, ich bin ihr ein bisschen näher gekommen und ich bin die ganze Zeit in so einem sehr, sehr starken Zwiespalt, weil ich nicht weiß, was das ist, weil ich auch noch nicht so viel Zeit mit dir hatte und ich dich auch sehr, sehr gut finde. Also ich wäre in dem Moment am liebsten eigentlich weggerannt. Ja. Oh, Madeleine tut mir gerade richtig leid, ehrlich gesagt. Es ist einfach eine Connection zwischen uns, aber irgendwie hier auch und es ist immer so schwierig. Oh Gott. Jetzt einfach alle Gefühle so einsortieren zu können, das ist super schwierig. Ich hatte schon sehr viele Momente, so heute habe ich auch gesagt, so, ey, ich kann das nicht, ich gehe. Es ist mir sehr schwer gefallen, das mal denen zu sagen, weil ich ihr auch angesehen habe, dass es sie wirklich verletzt hat, ja. Ja, ich glaube, die steht halt wirklich auf Daisy. Das habe ich einfach emotional total fertig gemacht, weil ich weiß nicht, was heute Abend alles so sein wird. Ob ich die Chance habe, weiterhin Daisy zu sehen, aber auch Madeleine, das ist alles einfach zu viel. Ja, erstmal danke für eure Ehrlichkeit, ist mir sehr, sehr wichtig. Schöne Reaktionen. Also ich bin euch nicht böse und ich kann es komplett nachvollziehen. Aber ich bitte euch einfach, das weiterhin irgendwie zu kommunizieren, wenn ihr wirklich merkt, okay, ihr beide wollt hier zusammen rausgehen, dass ihr das kommuniziert. Krass. Erst noch mit Daisy geküsst und mit Elena irgendwie ein Date gehabt und noch Sachen ins Ohr geflüstert und dann am nächsten Tag
Das ist einfach crazy. Und ich finde, das macht so die Absurdität dieses Konzepts klar. Dadurch, dass wir nicht im Hetero-Kontext hier daten, ist es natürlich auch möglich, dass sich Leute untereinander verlieben, interessant finden. Ja, und jetzt bricht es ja voll. Und ich finde auch gut, dass Madeleine so reagiert und nicht sagt, ja, okay, dann musst du gehen, weil ich bin die Princess, sondern sie versucht, auf Augenhöhe zu agieren, soweit es halt möglich ist. Und das ist halt echt, glaube ich, trotzdem schwer, ne? Weil das Konzept ist das Konzept und das steht ja von Anfang an. Ey, Leute, ich verstehe das voll. Nein, nein, ich würde auch gerade gerne noch kurz quatschen, weil ich auch ein wichtiges Thema habe. Kim crasht so rein und checkt eigentlich gar nicht, dass es total ein Fehlerplatz gerade ist. Scheiße. Vielleicht hätte ich von den beiden sowas gebraucht wie, was brauchst du gerade? Was können wir gerade tun? Stimmt, es ist irgendwie keiner so richtig auf die Bedürfnisse von Madeleine eingegangen oder hat mal danach gefragt. Magst du zur Beruhigung noch was trinken oder so? Das ist jetzt schwierig, ne? Jetzt muss man sich schon wieder auf den nächsten Teilnehmerin hier einlassen. Madeleine, so was ist jetzt los? Ich habe ganz andere Dinge im Kopf. Also erstmal, du siehst gut aus. Wirklich. Ja, toll. Genau, ich habe halt einfach so nach dem Date gestern so das Gefühl gehabt, ich hatte so gar keinen Zugang zu dir. Oh, Madeleine ist gar nicht bei der Sache, ne? Was sicher natürlich auch irgendwo meine Schuld ist, weil ich jetzt nicht so bin, dass ich so krass die Initiative ergreife. Mhm. Aber das ist halt bei mir leider so der Fall. Mhm. Ja, und ich wollte mal so fragen, wie war denn so dein Gefühl? Mhm. Weil ich muss halt echt sagen, dass ich heute so eher nach Heimgehen fühle. Ich habe das auch voll gemerkt und war auch so, oh Mann, jetzt konnte ich gar nicht mit dir sprechen. Und also ich möchte, dass du das weißt, dass ich das auch so empfunden habe und dass ich das aber überhaupt nicht absichtlich gemacht habe. Und es tut mir auch wirklich sehr leid. Ja, hat sie sehr empathisch darauf reagiert, Madeleine. Ich würde dich schon gerne kennenlernen, weil ich finde, du bist eine super interessante Frau. Ne? Darf ich dich mal drücken? Ja, so, gerne. Und da kommt direkt die Nächste. Ich habe dich gestern nicht geküsst, nicht weil ich dich nicht gut finde. Nee, das ist mir voll wichtig, nochmal zu sagen, sondern weil das wirklich für mich was sehr, sehr Intimes ist. Und wir gestern das erste Mal eine Möglichkeit hatten, miteinander wirklich zu sprechen. Also ich bin eigentlich voll der touchy Mensch auch, aber ich brauche irgendwie... Ich finde das komplett legitim. Ich finde es nicht notwendig, ihr das jetzt nochmal zu sagen, tatsächlich. Aber ich finde es total nett, dass sie es tut, dass Nathalie nochmal so das so sagt und betont. Ich brauche da ein bisschen für... Also das wollte ich dir nur sagen, okay? Ich habe das auch nicht irgendwie... Also ich will nur nicht, dass es falsche Signale sendet oder so, okay? Ja, diese Ausnahmesituation bringt sie jetzt näher zu Nathalie, ne? Ich laber dich jetzt gar nicht zu, okay? Komm, mir kuscheln. Gerne, möchtest du meinen Arm? Komm her. Ich glaube, vielleicht habe ich auch irgendwie gehofft, dass es mir besser geht, wenn ich eine Person, die ich auch sehr gut finde, bei mir habe. Aber hat nicht funktioniert. Das ist so krass hier. Boah, es tut mir mega leid. Du bist doch voll der emotionale Mensch, ne? Klein Sensibelchen auch, ne? Ich bin auch ein Sensibelchen, Leute. Wie von einem LKW überfahren gefühlt und das war ihm viel zu viel. Das ist eigentlich mal ganz schön, dich außer Fassung zu sehen. Oh, Nathalie, ey. Das macht es mir irgendwie... Jetzt fühle ich mich souveräner. Freut mich. Das finde ich tatsächlich gerade ein bisschen taktlos. Also sie weiß ja auch um den Kurs und so. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch weiß, worum es geht, aber ist das schon eine Red Flag jetzt? Daisy, magst du noch mal mit mir sprechen? Gerne. Ja, klar. Daisy ist Top-Favoritin bei Madeleine. Das ist eigentlich die das Ding wahrscheinlich gemacht hätte, wenn das jetzt nicht gewesen wäre. Kann ich mir vorstellen. Du bist ja die Frau hier, die mir eigentlich durchgehend durch den Kopf geht. Deswegen ist das, glaube ich, gerade viel. Oh Gott, wie herzzerreißend, Leute, ne? Ja, keine Ahnung. Es ist halt so voll ein Gefühlschaos und den habe ich in meinem Leben noch nie so intensiv erlebt. Also, the drama is on. Krass. Ich mache euch da keinen Vorwurf. Es ist halt nur doof, dass es ausgerechnet du bist. Wie würdest du denn, wenn ich dich auf dem Einzel- bzw. Übernachtungsdate einlade, würdest du dann überhaupt ja sagen? Also wenn du mir die Chance gibst, nachdem ich es dir erzählt habe, auf jeden Fall. Wirklich? Ja, klar. Du bist mir immer im Kopf und wir haben kaum miteinander geredet. Und dann kommt wieder Nina im richtigen Moment. Ich hoffe, es geht dir gut
Und ich habe an dich gedacht, ich habe dir Energie geschickt und ich hoffe, es ist okay. Ich drücke mir klar. Das ist wie so eine Gabe von ihr, ne? Alle anderen sind so reingeplatzt und so und waren so wie so ein Störfaktor schon fast. Aber Nina kommt da so rein, wenn da so ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist und bietet so einfach so eine Ruhefläche. Voll schön. Ich finde, Nina ist zu underrated bei der Madeleine. Die sollte mal Nina auf ein Einzeldate einladen, finde ich. Das würde ich ihr als Freundin raten. Das beste Moment, einfach zu schreien. Mhm. So haben wir schon. Willst du? Da schauen wir mal doch voll an. Geil. Sollen wir machen? Zusammen schreien? Ja. Ja. Ich glaube, das würde uns gut tun. So viele Emotionen, Leute. Das müssen wir jetzt rauslassen. Sind wir bereit? Eins, zwei und drei. Ich liebe alles daran. Ich kenne das von The Bold Type, das ist so eine Serie. Da machen die das auch mal in der U-Bahn-Station. Oh Gott. Frauen, die ihre Wut rauslassen und schreien. Geil. Geil, 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 geil. Ich liebe alles daran, Leute. Keine Ahnung. So, und jetzt kommen wir zur Entscheidung. Madeleine ist fix und fertig. Arme Maus. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal zusammen Bachata tanzen können. Nur leider nicht in dieser Villa. Alles gut, alles gut. Melli muss gehen. Ich würde mich freuen, wenn du hier bleiben magst. Gerne. Maria darf bleiben. Danke. Rahel freut sich. Ich hoffe, ihr habt jetzt den Shipping-Namen in die Kommentare geschrieben. Nina ist natürlich auch weiter. Ich würde mich freuen, wenn du die Kette behältst. Ja. Würde ich mega gerne. Danke. Auch eine Kim darf weiter. Du bist eine wirklich empathische und offene Frau. Und leider spüre ich mehr einen platonischen Vibe zwischen uns. Deswegen muss sie auch gehen. Auch Nathalie kommt weiter. Und jetzt kommen wir zu Desi, Leute. Ich würde mich sehr freuen, wenn du bleibst. Möchtest du die Kette behalten? Wir erinnern uns, dass sie ihr gerade gesagt hat, sie würde auf ein Übernachtungsdate gehen mit Madeleine. Und ihr das Gefühl gegeben hat, ja, da gibt es noch eine Chance zwischen uns. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht bleiben werde. Hey, es tut mir so leid für Madeleine. Es tut mir so leid für Madeleine. Uff, also es ist voll legitim, dass Desi geht und so, ne? Wenn sie das alles nicht will, dass so viel ist. Aber gib ihr doch nicht vorher das Gefühl, dass alles okay ist. Das ist ja eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Madeleine. Tut mir richtig leid. Hat sie nicht verdient. Somit bin ich auch die Kette. Und Elena wusste es, glaube ich, auch nicht, so wie sie guckt. Hups. Ich danke dir. Geht sie jetzt einfach, ohne sich zu verabschieden? Really? Das war eine richtige Flucht. Die ist ja wirklich gerannt fast. Ich fand das auch richtig respektlos. To be honest, ich auch. Und dann kommt sie wieder zurückgerannt, okay. Wäre sie danach nicht nochmal wiedergekommen, dann wäre das auch noch so richtig, also das wäre ein Bitch-Move gewesen. Es ist einfach sehr dramatisch, ne? Damit gerechnet, dass sie jetzt doch so entschlossen ist und sagt, dass sie geht. Ja. Ja, Reisende soll man nicht aufhalten, ne? Madeleine tut mir in der Situation wirklich leid, weil das war einfach kommunikativ. Schuss in den Ofen, würde Team Rocket sagen. Ich glaube, Desi ist halt massivst überfordert mit dieser ganzen Situation und kann dem Ganzen einfach nicht gerecht werden. Und dahingehend muss man auch sagen, da hat Madeleine vielleicht auch Glück, dass das jetzt so passiert ist, weil das von Anfang an sehr wenig Stabilität bedeutet. Hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht mit gerechnet. Also, wow. Vielleicht schicken sie deswegen Elsa nach. Als ihr es vergessen habt, dass sie noch einziehen, ne? Mega traurig, dass Desi begangen ist. Ich habe halt von Anfang an ja sehr großes Interesse an Desi gehabt. Und natürlich macht man sich jetzt Gedanken, war das irgendwie nur einseitig, habe ich mir da was eingebildet oder was auch immer. Nein, Madeleine, bitte. Bitte nicht, ich kenne das so gut. Du hast dir gar nichts eingebildet, wir haben das alle gesehen. Als würde ich so direkt zu ihr sprechen. Da war was und die hat auch krasse Signale gesendet und es war eine Tension da, das hat man von außen gesehen. Aber Desi ist, glaube ich, einfach komplett überfordert mit der Situation und es hat wirklich rein gar nichts nada mit Madeleine zu tun. Möchtest du die Kette behalten? Ja, und Elena? Ja. Erstmal ja. Okay, also Elena wollte ja eh noch eine Folge bleiben.
Naja, ich glaube aber auch, vielleicht bleibt Elena auch einfach, damit Madeleine jetzt nicht noch jemand hat, der die Villa verlässt. So, obwohl die ja vorher eigentlich dieses Gespräch hatten, dass das erstmal nicht passiert. Also, ich glaube, das ist ja schon heftig gewesen. Deswegen schauen wir doch einfach mal, was nächste Woche passiert. Ein kleines Bauchkribbeln da. So, wer ist das, Leute? Ist das Natalie, die da liegt? Irgendwie hat sie mich so aus der Fassung gebracht. Ich hab gesagt, es ist Natalie. Sagt, jetzt muss ich jagen. Sie muss jagen? Oh nee, bitte nicht. Hey, was passiert gerade? Kommt Elsa nächste Woche? Okay, now I'm hyped. Ja, Überraschung. Ich finde es gerade richtig krass, dass du hier sitzt. Ich schwör's euch, es ist so spannend. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich bin hyped as fuck. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Jetzt hier am Ende, wenn ihr es schon so lange geschafft habt, hier dran zu bleiben. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und bis dahin sage ich tschüss.